So, hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video zu Hearthstone. Ja, Blizzard kam auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich nicht die neue Solo-Kampagne in einem Video vorstellen möchte. Und Hearthstone hat mich schon immer interessiert. Ich habe Hearthstone auch so ein bisschen verfolgt, aber ich habe es nie großartig aktiv gespielt. Und deswegen ist es so die perfekte Gelegenheit für mich, das Spiel ein bisschen zu spielen und euch das Spiel gleichzeitig vorzustellen. Wer Hearthstone nicht kennt, Hearthstone ist ein kostenloses Kartenspiel von Blizzard, das auf der Geschichte und den Charakteren von World of Warcraft basiert. Heißt zum Beispiel, man spielt eine der ganzen Klassen aus World of Warcraft. Paladin, Priester, Schurke, Schamane, Hexenmeister, Krieger und so weiter. Und baut sich damit ein Deck auf. Und jede der Klassen hat auch eine eigene spezielle Fähigkeit und eigene Karten. Und da kann man entweder gegen andere Leute antreten oder die Solo-Abenteuer spielen, die wir uns heute anschauen. Wir schauen uns die Verschwörung der Schatten an. Der große Coup. Coup? Coup, sagt man. Ich glaube, das P spricht man nicht aus. Wenn ihr hier rechts am Rand guckt, es gibt schon einige Abenteuer. Ich habe die auch so ein bisschen mitverfolgt, aber ich habe noch keins selber gespielt. Deswegen wird es ein Erlebnis für mich auf jeden Fall. Aber ich freue mich schon darauf, weil ich mitbekommen habe, dass die alle ziemlich cool sind. Und ja, würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Schauen wir uns doch mal an, was hier los ist. Schließt euch Rafams frisch gegründeter Schurkenliga Übel an und helft die magische Stadt Dalaran mit ihren reichen Schätzen zu erobern. Dalaran, die bezaubernde, schwebende Stadt der Magie. Schon bald wird sie uns gehören. So, da sind wir in der Kapitelauswahl. Es gibt bisher drei Kapitel. Das erste Kapitel ist kostenlos für alle. Die anderen vier kann man in einem Bundle für 19,99 kaufen oder sich je für 700 Gold Ingame-Währung holen. 700 Gold kann man so in ein, zwei Wochen Spielzeit verdienen, wenn man jeden Tag die täglichen Quests macht. Und die werden trotzdem noch nacheinander freigeschaltet. Heißt, Kapitel 4 kommt erst am 30. Mai und Kapitel 5 kommt am 6. Juni. Heißt, es gibt hier sowieso gerade erstmal nur drei Kapitel zum Spielen. Aber heute schauen wir uns Kapitel 1 an und es wird noch eine zweite Folge geben, in dem wir uns Kapitel 2 widmen. Genau, schauen wir doch mal, was Kapitel 1 ist. Bank von Dalaran. Du ablenkst alle Wachen. Wir stibitzen alle Glitzerbeute. Die Bank von Dalaran. Und ich soll die Wachen ablenken? Okay. Brecht in die Bank von Dalaran ein und raubt ihre wertvollsten Artefakte. Dalaran ist so eine fliegende magische Stadt. Also, da gibt's, glaube ich, echt gute Beute. Da hat das Übelteam einen guten Plan. Der Hakenkiste voll Gold. Okay. Drücken wir einfach mal auf los und schauen, was uns erwartet. Wir haben eine illustre Crew aus entrechteten Bösewichten zusammengestellt. Alle haben ihre eigenen Stärken. Genau. Normalerweise baut man sich ja in Hearthstone ein eigenes Deck. Aber hier in diesem Solo-Abenteuer bekommt man sogar gestellte Decks mit gestellten Helden. Und ich weiß gerade noch gar nicht, was ich spielen will. Priester nicht. Magier, Schurke oder Jäger klingt für mich super cool. Spielen wir heute mal den Magier. Kriminelles Element nennen würdet. Nicer Witz. Der verschlagene Feuerelementar aus Tockwaggels Laterne. Okay, spielen wir als du. Ah, ich habe hier verschiedene Heldenfähigkeiten und verschiedene Bedingungen, diese freizuschalten. Okay, aber ich darf sowieso nur eine ausrüsten. Ihr beginnt mit einem relativ bescheidenen Deck. Die anderen Karten müssen wir uns erst noch besorgen. Ja, die leihen wir uns später. Okay, 5 Bosse besiegt, 10 Bosse besiegt, 15 Bosse besiegt. Dann kriege ich andere Decks. Gut, nehmen wir das Feuerlehrling-Deck. Was haben wir da? Ach, das finden wir einfach im Match heraus. Warum nicht? Let's go. Herausforderung 1 von 8. Die Wachen und Bürger von Dalaran werden sich gegen uns erheben. Packt eure fiesesten Tricks aus und räumt sie aus dem Weg. So, unser erster Gegner ist Marei Loom. Scheinbar eine Bankangestellte, die ja sich ein bisschen langweilt. Und was ist ihre Fähigkeit? Der nächste. Vertauscht die Karte ganz links auf der Hand jedes Spielers mit einer Karte aus seinem Deck. Jedes Spielers, also auch von ihr selber. Okay, spielen wir doch mal. Die Bankangestellte sollten wir aus dem Weg räumen können. Rakanishu. Gegen Marei. Hallo Marei. Gebt eure Schätze auf. Und noch so ein langer Arbeitstag. Der nächste.
Gut. So. Zu Beginn des Matches wird erstmal ausgewürfelt, welche der beiden Seiten anfängt. Ich habe gewonnen, deswegen darf ich anfangen durch einen Münzwurf. Und ich kann Karten ablegen oder sie ersetzen. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, ich habe hier eine Karte, die 5 Mana kostet, die lege ich jetzt erstmal weg, weil man begrenzt viel Mana hat. Ich lege die mal weg und dann seht ihr, was ich meine. So, 3 Mana ist okay, ja. Kann ich mitarbeiten. Wir haben hier unten rechts unser Mana. Und jeden Zug kriegt man ein Mana-Kristall mehr. Heißt, umso länger das Match geht, umso mehr Karten kann man ausspielen und umso krassere Karten kann man legen und umso größere Züge kann man machen. Muss ich halt für den Anfang erstmal... Ja, weil ich gerade erkläre. Tut mir leid. Und ich habe keine Karte, die ich spielen kann, sowieso. Genau. Und jede Karte hat ansonsten Angriffs- und Lebenspunkte. Die droppt Münzen, wenn sie stirbt. Ich weiß nicht genau, was 2 Münzen sind, aber das finden wir heraus. Bestimmt irgendeine Karte, die wir dann auf die Hand kriegen. Und hat nur 3 Leben. Also kann ich eigentlich meinen Zug beenden, weil, ja... Ich kann eh nichts machen. Drück der nächste. Formular 489C schon ausgefüllt. Okay. So, jetzt hat sie in der Verteidigung einen Leerwandler gespielt. Der hat Spott. Das heißt, dass ich erst den Leerwandler besiegen muss, bevor ich Mirai Loom selber oder ihre anderen Karten angreifen darf. Weil Ziel der Runde ist es, dass ich Mirai Loom die 10 Schaden mache, damit sie besiegt ist. Dann habe ich gewonnen. Und da es jetzt schon die 2. Runde ist, habe ich auch 2 Mana-Kristalle. Heißt, ich kann alle Karten, die oben links eine 2 haben, auch spielen. Oder ich könnte zum Beispiel 2 Karten, die 1 kosten, spielen. Dann würde ich sagen, wir spielen die Arkan-Anomalie. Erhält jedes Mal ein Leben, wenn ihr einen Zauber wirkt. Spielen wir den aus. Und das war kein kluger Zug. Ich dachte, ich habe 3 Mana. Ich bin doof. Die KI versucht natürlich auch uns gerade zu besiegen, unsere 15 Lebenspunkte abzuziehen. Aber erstmal haut ihr Leerwandler gerade meine Einheit kaputt. Aber noch ist nichts verloren. Was hast du jetzt noch gespielt? Kampfschrei wirft eine zufällige Karte ab. Todesröcheln zieht eine Karte. Todesröcheln ist, wenn die Karte besiegt ist. Okay. Und Kampfschrei ist, wenn eine Karte gespielt wird. Okay, dann spiele ich den Zauberlehrling. Dadurch sind alle meine Zauber günstiger. Und dann spiele ich den Flammengeysir, der 2 Schaden macht. Und den setze ich gegen dich ein. So. Genau. Dann kriegst du deine Karte, aber er ist weg. Und der Leerwandler, wenn er mich angreift, würde 3 Schaden kriegen und nur 1 Schaden. Das Leben merkt sich das alles. Und ich könnte diese Karte spielen, weil sie gerade günstiger ist. Entdecke einen Zauber, der maximal 3 kostet. Ach, ich darf sogar aussuchen. Ah, es sind Geheimnisse. Geheimnisse aktivieren sich, wenn ich angegriffen werde, glaube ich. Nimm mir die Mana-Bindung. Wenn dein Gegner einen Zauber wirkt, erhalte ich eine kostenlose Kopie davon auf meiner Hand. Das klingt cool. So, mein Mana ist ausgegeben. 0 von 3. Fertig. Was machst du? Erstmal der nächste. Okay. Tschüss, Feendrache. Und hallo, Botenrabe. Wow. Okay, ruft ein Dämon, hat mich angegriffen und ich bin dran. Genau. Weil ich keine Einheit mit Spott hat, kann er mich auch direkt angreifen. Deswegen habe ich jetzt nur 14 Leben, aber hat ja nur 1 Schaden gemacht. Dann spiele ich meinen Flammelementar, mache mit meinem Feuerball ihn kaputt und zerstöre die Kiste. So, jetzt kriegen beide eine Münze. Ach, das ist ein extra Mana-Kristall. Ich habe sogar 2 bekommen. Oh, ja, ich hebe mir die Münzen auf. Komm, der Schafzauber geht zwar jetzt verloren, wegen nächster Bitte, aber wegen bestimmt was anderes. Beschwört 4 Wichtel 1-1. Okay, hallo. Das habe ich erwartet. Und sie benutzt ihren Mana-Kristall. Ach, die hat auch 2 Stück bekommen. Jeder Spieler bekommt 2. Ah. Jeder hat seine Dämonen. Um Gottes Willen, und die hat ihren Dämonen gebufft dadurch. Weil alle Dämonen auf der Hand ja stärker wurden. Okay, dann spielen wir erstmal unseren verfaulten Apfelbaum. Weil der heilt mich um 4, wenn er stirbt. Hat Spott und hat 5 Leben. Das ist ja eine schöne Verteidigung. So, meine Kristalle muss ich mir aufheben, weil alle Karten mindestens 3 kosten. Ja, tschüss, Mana-Bindung. War schön, dich gezogen zu haben. Da ist sie schon wieder weg. Ich hätte mit dem Feuerdings noch angreifen können, ne? Egal. Wir lernen. So. Okay. 5-5 Dämon. Dann würde ich sagen, spiele ich meine Schafkarte, verwandle dich in ein Schaf, zerstöre dich mit einem Feuerball
spiele meine zwei Münzen und beschwöre noch einen Feendrache. Und damit beende ich meinen Zug. Oh, das Deck vom Gegner ist leer, deswegen kriegt er jetzt bei jedem Zug schon einen Schaden. Ihr seid in der falschen Schlange. Nächster. Und zufällig 9 Schaden wird verteilt. Ich sehe schon. Ganz ruhig, bitte. Dann spiele ich den Seher des irdenen Rings. Der stellt mir 3 Leben wieder her. Ja, genau. Dann spielen wir die Mana-Bindung. Wenn ein Gegner einen Zauber wirkt, kriege ich den auch nochmal. Und mein Zug ist vorbei. So. Du hast Erschöpfung, kriegst ein bisschen Damage. Die haben jetzt nicht wirklich durch Karten besiegt, sondern eher, weil ihre Karten leer waren. Da kann ich mitleben. Ich habe auch nur noch 2 Karten. Aua. Aber jetzt geht's ab. Wie viel habe ich? 8 Mana-Kristalle. Okay, jetzt spiele ich meinen Raben. Dadurch kriege ich eine Einheit. Nehmen wir mal den Hexlord Malakras. So, warum nicht? Dann spielen wir noch unseren Wasserelementar. Greifen einmal an. Und unser Zug ist vorbei. So, du kriegst jetzt 3 Schaden und bist kaputt. Nice. Hat die Erschöpfung gesiegt. So viel ihr tragen könnt. In ganz Dalaran verstreut liegen mächtige Artefakte. Haltet die Augen auf, dann werden sie schon bald uns gehören. Okay, ich darf mir einen Schatz aussuchen für mein Deck. Spiele zu Beginn des Spiels 3 zufällige Geheimnisse aus. Oh, das ist cool. Stellt am Ende eures Zuges bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Ui. Passiv für den aktuellen Beutezug, also für eine Mission ist das. Eure Zauber kosten Leben statt Mana. Nimm mal die Verbandstasche. Heilung nach jedem Zug klingt echt gut. Von wegen, kleineres Übel. Unsere Organisation wird mit jedem Sieg mächtiger. Und mit der Beute, die dabei rausspringt, könnt ihr euer Deck aufpolieren. Ah ja, und hier kriege ich jetzt sogar noch ein paar Karten dazu. Und das rechts ist so auf Elemente gehen. Finde ich cool. Nehmen wir den. Da kriegt ihr hier. Erhält plus 5 Leben für jeden Elementar, den ihr in diesem Zug gespielt habt. Ja, bitte. Je weiter wir vordringen, desto stärker werden die Beschützer der Stadt. Ich empfehle euch, es mit den Regeln nicht so genau zu nehmen. Lindsay Rotgrins verursacht einen Schaden-Kombo, stattdessen 2 Schaden. Okay, kriegen wir hin. 15 Leben. Okay, ich darf wieder anfangen. Pass bloß auf, ich habe mehr Schneid als ihr. So, erster Zug, ich darf anfangen. Ich spiele eine Arkan-Anomalie. So, aber damit schon mal was auf dem Feld liegt. Fertig. Was kannst du denn Schönes? Zeig doch mal her. Oh, hast noch nicht genügend. Okay. Ich schieße einen Feuerball hier drauf mit meinen 2 Dingen und zerstöre die Kiste. So, jetzt kriegen wir beide Mana-Kristalle. Kann ich dann im nächsten Zug mir schon was Krasses holen? Den Apfelbaum oder so. Ich mol den Apfelbaum im nächsten Zug. Der geht ab. So. Aua. Okay, das ist aber nicht schlimm. Jetzt kommt der Baum. So, der verteidigt hier erstmal. Kann der Gegner nichts machen. Ein Mana-Kristall? Ja, was machst du damit? Was rufst du Schönes? 2 Schaden und dann greifst du mit dem anderen an. Und der stirbt auch. Okay. Ich verstehe nicht, wie eine Combo funktioniert. Wahrscheinlich, wenn irgendwie alles, was Combo hat... Ah, da steht auch Combo. Ein Bonus, wenn in diesem Zug bereits eine Karte ausgespielt wurde. Ah ja. Ich spiele den Raben und entdecke dadurch einen Magierdiener, den ich mir schon mal in die Hand hole. Fügt allen Charakteren 2 Schaden zu, wenn ihr diese Karte zieht. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener zieht, erhaltet ihr eine Kopie davon auf die Hand. Oh, der ist cool. Erzmagier Arugal. Und dann spielen wir noch meinen Zaubertrick und entdecken noch einen Zauber. Gegenzauber nehme ich dann mit. Oder? Nee, ein Schurke hat ja keine Zauber. Nehmen wir noch einen Flammengeisier. Haben wir 2 davon. Dann kombot er uns weg. Und greift uns gezielt an. So, dann fangen wir erstmal an und machen ein bisschen Feuerschaden. Erstmal den da weg. Dann spielen wir den Seher des irdenen Rings. Und heilen mich selber um 3. Genau.
fangen wir erstmal so an. Und da kriege ich durch meinen Verbandskasten eh wieder Heilung. Und du hast jetzt noch eine Klinge des Assassinen, du machst drei Schaden. Okay. Mit dem Ende eures Zugs allen anderen Charakteren zwei Schaden zu. Der ist cool, Baron Geddon. Aus Molten Core. Dann spiele ich jetzt auf jeden Fall ein Elementar, dass ich dann Diener von Kalimos im nächsten Innenzug spielen kann. Steht ja im letzten Zug. Genau. Und dazu nehme ich den Wasserelementar. Das war's. Und bin fertig. So. Ich nehme das. Und das. Okay, der hat einen Zauber. Und einen unsichtbaren Attentäter. Den kann ich nur angreifen, wenn er angegriffen hat. Aua. So, er hier leuchtet jetzt richtig krass. Er will gespielt werden. Dann machen wir das. Jetzt können wir noch ein Elementar rausholen. Zieht eine Karte, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar ausgespielt habt. Oh, das ist ziemlich. So, dann spielen wir dich noch. Jetzt kriege ich Kopien von Monstern, genau. Dann opfere ich mein Elementar, um den Schurken hier loszuwerden. Und greife mit ihr dich an, dass du schon mal weg bist. Genau. Dann bin ich jetzt erstmal fertig und im nächsten Zug wird der Brandelementar gespielt. Alle feindlichen Diener einen Schaden, ist okay, kann ich mit leben. Magiergeheimnis. Und mein Eiselementar wird getötet und du bist eingefroren dafür. Alter. Zweifacher Zauberlehrling. Und meine Zauber kosten weniger. Wenn ich die beide spiele, dann sind 4 Punkte weg. Aber ich würde die gerne spielen. Aber ich will erstmal den Kampfschrei von dir haben und eine Karte ziehen. Ich habe den zweimal gezogen. Aber der Gegner hat ihn dafür auch bekommen. Okay. Dann spielen wir das. Meine Zauber kosten 1 weniger. Und dann machen wir erstmal auf dich ein bisschen Schaden. Oder hätte ich den Kleinen töten sollen? Ich hätte wahrscheinlich den Kleinen töten sollen. Egal, jetzt leben wir damit. Verursacht einen Schaden, zieht eine Karte. Okay. Heldenfähigkeit. Auf meine Einheit. Okay. Aua. Okay, okay, es reicht langsam mit den Karten. So. Jetzt kommt erstmal Otzruck 1. Will ich Otzruck 1 spielen? Ich hab so Lust. Ja, komm. So, dann machen wir dich weg. Und dann machen wir den weg, weil 5 Schaden ist mir zu viel. Der stirbt doch von mir aus meiner. So, jetzt werde ich ein bisschen geheilt. Warte, ist mein Effekt gecancelt. Hallo? Ich füge am Ende meines Zugs allen Charakteren 2 Schaden zu. Okay. Dann spielen wir noch ein Flammelementar. Und dann machen wir dich kaputt. Der hier wird halt 4 Angriffe haben. Ich habe, glaube ich, verloren. Das war's. So, jetzt kriegt alles 2 Schaden. Und ich bin tot. Diese Organisation toleriert kein Versagen. Aber da wir gerade etwas unterbesetzt sind, versucht es einfach nochmal. Ja, ich habe Karten bekommen, wenigstens. Ihr habt aber nicht gut abgeschnitten. Da hat der dumme Gnome leider recht. Ich habe vollkommen versagt. Aber wofür habe ich denn euch? Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, könnt ihr euch das Spiel gerne kostenlos herunterladen, euch das Kapitel anschauen, mir dann Tipps geben. Oder falls ihr schon Hearthstone-Profis seid, könnt ihr natürlich auch schon gerne in die Kommentare schreiben, was ich hätte besser machen können, welche Entscheidung ich hätte anders treffen sollen, ob der Magier jetzt doch nicht die beste Entscheidung war für mich.
für meinen Spielstil. Ihr kennt euch am besten aus. Schreibt mir in die Kommentare. Und sobald ich eure Tipps gelesen habe, versuchen wir das zweite Kapitel und versuchen es dort besser zu machen. Ja, war leider ein gescheiterter Bankraub, aber wir haben wenigstens eine Bankangestellte niedergestreckt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Vielen Dank an Blizzard. Bis dann, euer Zimmelmann.